Ja, sehr verehrte Anwesende, liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich finde es toll. Man sieht gar nicht mehr bis hinten hin und es zeigt, es gibt Interesse an der Linken und wir werden gebraucht. Ja, Bayern. Bayern heißt auch Kurt Eisner. Und jetzt gab es ja in den letzten Wochen, zum 100. Todestag viele Feiern. Er war ja schließlich der bayerische Ministerpräsident. Und wenn man so die Vita anschaut, viele von euch können sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, wissen es nicht genau. Es war ein Sozialdemokrat, der im Laufe seines politischen Handelns zum radikalen Pazifisten wurde, der aus der SPD austrat und dann in die USPD, in die unabhängige Sozialdemokratie eingetreten ist, weil er gegen die Kriegskredite war. Und 100 Tage war er Ministerpräsident. Und in der Zeit, in 100 Tagen, stellt euch das vor, wurde das Frauenwahlrecht und der 8-Stunden-Arbeitstag eingeführt. Und da seht ihr, was man alles in 100 Tagen auch tun könnte. Ja, und dann gab es Wahlen und es gab eine andere Mehrheit. Und am 21. Februar, kurz vor seinem Rücktritt, wurde er ermordet. Der neue Landtag war noch gar nicht gewählt. Und nun in diesem Jahr stellt man fest, die SPD in Bayern huldigt auf einmal diesen Kurt Eisner, genauso wie die CSU. Und ich freue mich darüber, dass die SPD diesen Kurt Eisner so huldigt. Und ich sage, wenn ihr jetzt noch seine politischen Anschauungen übernehmen würdet, dann wäre das nur konsequent und darauf warten wir. Ja, und liebe Anwesende, liebe Genossinnen und Genossen, wenn man den Ministerpräsidenten, naja, ihr wisst schon, der lächelt immer so, wenn man den hört, dann wird ja alles besser in der neuen Landesregierung in Bayern. Wohnungen, Pflege, Kindererziehung, Umwelt. Ja, bloß gemerkt haben wir bis jetzt noch nichts, oder? Und zur Not bemüht man ja sich dann immer mit Studien. Also ihr wisst ja, Politiker haben gern Studien, Rankings und so weiter. Und das Landesamt für Statistik in Bayern hat jetzt eine Studie gemacht. Die Reichen werden ärmer und die Armen reicher in Bayern. Ja, da schau her. Ja, und das heißt Einkommensungleichheit zwischen den bayerischen Kreisen, da geht es um die Einkommen. Und da lese ich dann, 44 arme Regionen in Bayern werden relativ gesehen reicher, 34 Regionen werden ärmer und deshalb schrumpft die Ungleichheit nach dieser Studie. Aha. Ja, und die Aufholer liegen dann im ländlichen Raum, wird behauptet. Und dann schreibt die Studie, hört kurz zu, schon der Zuzug von einigen Personen mit hohem Einkommen kann das Ergebnis weit nach oben treiben. Ja, so geht man mit Studien um, gell? Ja, ärmer wurden auf alle Fälle die Landkreise Hof, Kronach, Lichtenfels, Berchtesgadener Land, Passau, Stadt, Schweinfurt und Augsburg. Und deshalb braucht es eine gute Strukturpolitik, weil wir wollen das nicht weiter so haben. Wir wollen, dass sich da was verändert. Und wir haben das schon viele, viele Male angemahnt. Strukturpolitik ist dringend notwendig. Und der Josch hat das ja ausgeführt, was genau diese Strukturpolitik hier für diese Region heißen würde. Arbeitsplätze, ökologische Arbeitsplätze, ein existenzsicherndes Auskommen. Ja, und die Studie sagt dann auch, Augsburg ist auch dabei. Und in Augsburg hat laut DGB, ein Rentner ist besonders armutsgefährdet. In Augsburg 662 Euro kriegt er, gesetzliche Rente. Bayernweit sind wir bei 1141 Euro. Und da kann ich nur sagen, die Grundrente, wie sie jetzt im Bundestag gefordert wird, ist nur ein kleiner Beginn. Wir brauchen ein Rentensystem, wie es Österreich hat, mit 600, 700 Euro mehr Rente, wo alle einbezahlen und es ist dringend notwendig.
Und wir wollen, dass das endlich aufhört mit dieser Armut, Altersarmut. Und ich sage euch, ich werde immer narrischer, wenn die Menschen sich diese nichts mehr leisten können, keine Medikamente und so. Und da muss was getan werden und nicht gekleckert, sondern geklotzt. Ja, und wir wissen auch, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner zu den Tafeln gehen. Und die bayerische Staatsregierung spendiert da jetzt was davon. 100.000 Euro spendiert die bayerische Staatsregierung als Zuschuss für die Tafeln. Ja, und da weiß man einfach, was die Armen der CSU wert sind. Ja, und weil Bayern so demokratisch ist, werden dann auch öfters CSU-kritische Studien eben nicht veröffentlicht. Das ist zum Transparenz und Demokratie in Bayern. Und sogar die eigenen Studien der Bierseidel-Stiftung werden auch nicht mehr veröffentlicht zum Teil. Und die Süddeutsche Zeitung hat sie dann veröffentlicht. Und vielen Dank dafür, dass das veröffentlicht wurde. Und da geht es um Flüchtlinge. Und da werden sie auch kritisiert. Und klar, wenn es um Flüchtlinge geht, da fährt ja die CSU den Hardcore-Kurs mit Abschiebelager, Abschied mit Knäste, auf Teufel komm raus. Und wie auf alle Fälle keine Kritik aus den eigenen Reihen. Und jetzt sagt die Studie, keine großen Gemeinschaftsunterkünfte, sondern dezentral. Das sagt die Bierseidel-Stiftung und nicht irgendeine linke Blätter. Integration heißt auch, wirkliche Deutschkurse besuchen zu dürfen. Keine lange Wartezeiten, wie es nach wie vor ist, und mehr Kontakte mit Deutschen, die natürlich nicht gewährleistet sind, und natürlich auch die Möglichkeit zum Arbeiten, weil dadurch wird man am besten integriert. Und es ist unerträglich, wenn man hört, dass Schüler abgeschoben werden, von der Polizei abgeholt werden, dass Auszubildende abgeschoben werden, die dringend gebraucht würden hier. Und ich sage, hier muss sich endlich was verändern. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen das nicht mehr so restriktiv machen. Mal schauen, was das ist. Und das andere, das dringend wichtig ist, in jedem CSU-Antrag steht es eigentlich drin, Fluchtursachen bekämpfen, keine Waffenlieferungen, faire Löhne auch in den Ländern, eine faire Weltwirtschaftsordnung. Und dann wird sich vieles verändern in diesem Land. Ja, und jetzt sind ja die Landtagswahlen erst vorbei. Leider hat es die Linke nicht geschafft, da müssen wir noch besser werden. Da ist noch viel Luft nach oben, aber wenn ich viele junge Genossinnen und Genossen hier sehe, dann bin ich da sehr zuversichtlich. Und wie das so bei Wahlen ist, ihr wisst es ja, gibt es immer Wahlgeschenke. Immer. Vor den Wahlen werden es alle ziemlich sozial. Ja, und für Bayern gibt es ein Wahlgeschenk, das Familiengeld. Und das hat die CSU ja auch durchgesetzt. Und zwar für Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger, vor allem für Empfängerinnen. Und klar ist das eine Hilfe. Und ich finde es eigentlich gut, dass man Hartz-IV-Empfänger jetzt auch mal was gibt und nicht am langen Arm verhungern lässt. Aber ich frage mich dann schon, warum nur in Bayern und warum werden hier Ausnahmen gemacht, wodurch die CSU explizit Hartz IV mit beschlossen hat. Und ich wünsche mir, dass es auf alle Hartz IV-Empfänger angewendet wird. Und ich sage nochmal, wir sind dafür, dass Hartz IV abgeschafft wird. Und zwar seit Beginn der Linken. Seit Beginn der Linken und nicht nur in diesem Jahr, wo 3 Landtagswahlen anstehen. Und jetzt reden wir über Wohnungsnot. Josch hat schon was gesagt. Sie wird immer dringender. Und schaut euch an, was passiert. Es ist nicht mehr nur in den Metropolen, es ist inzwischen auch im Land. Wohnungen werden immer weniger bezahlbar. Die Grundstückspreise steigen, der soziale Wohnungsbau wird eingedampft. Da müsste viel, viel mehr passieren. Und wir brauchen einen sozialen Wohnungsbau, der wirklich seinen Namen echt verdient. Und da müssen wir auch die Eigentumsfrage stellen. Und ich finde es sehr sympathisch, was die Berliner machen. Die überlegen jetzt auch, Wohnungen zu enteignen. Und ich denke, darüber sollte man einmal nachdenken, denn an der Eigentumsfrage ist ja vieles zu tun. Und da sagen wir, die Kommunen sollen Grundstücke kaufen und nicht die großen Investoren.
in den Rachen werfen. Und Ulm macht es ja vor, da gibt es schon sehr viele kommunale Grundstücke, ein Vorverkaufsrecht und da gibt es auch sozialere Mieten und auch das brauchen und wollen wir in Bayern. Und dann gibt es so Beispiele, genau wie man es falsch macht. In meiner Heimatstadt in Ingolstadt wurde ein großes Grundstück jetzt verkauft an die Gertsch-Gruppe, die auch schon in Passau investiert hat. Und jetzt, und da müssen wir mal schauen, wie viel Freude das die haben. Weil der Josch hat es ja schon gesagt, der Gestaltungsbeirat wurde boykottiert, Vertrauen wurde verspielt, der Investor bekennt, dass ihm nichts an der Stadtentwicklung liegt, sondern nur an der schnellen Vermarktungslage. Also das ist der Wahnsinn und die Kommunen müssen jetzt selbst Grundstücke kaufen, das ist heute für dringend notwendig. Ja, Klimademos. Jetzt auf einmal gingen wieder Jugendliche auf die Straße. Ich finde das ganz toll und ich habe mich gefreut, ich habe ja 20 Jahre im Bundestag Energie- und Klimapolitik gemacht und jetzt auf einmal gingen die auf die Straße und sie merken, es geht um ihre Zukunft und um ihre Zukunftsperspektiven und es wird diskutiert in der Gesellschaft und ich freue mich da sehr. Und es gibt viel Zivilcourage, auch in Passau haben sie ja demonstriert, in vielen anderen Städten, trotz der Drohungen der Schulleiter, des Ministeriums, dass sie also bestraft werden sollen und am Freitag in die Schule gehen sollen und so. Und jetzt kriegen sie sogar Unterstützung von der Merkel. Stellt euch das vor. Merkel sagt, sie unterstützt diese Klimademonstrationen. Bewirkt hat es jetzt noch nicht so viel, weil der Kohleausstieg liegt immer noch bei 2038 und das ist natürlich viel zu spät und da bräuchten wir ganz andere Zahlen. Aber am 15.03. gibt es einen bundesweiten Aktionstag und wir werden all die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen unterstützen, die am 15.03. auf die Straße gehen für ein besseres Klima, für eine bessere Zukunft. Und sie haben es kapiert, dass es nicht so weitergeht. Und ich finde, wir müssen sie unterstützen. Eltern unterstützen ja auch schon. Über Verkehr ist schon einiges gesprochen worden vom Josch. Natürlich brauchen wir ticketfreie Busse, kostenlose Busse im Nahverkehr. Und überall, wo man ist, jeder und jede wünscht sich das. Also das ist eine breite Forderung. Und das ist auch finanzierbar. Und natürlich braucht man dafür Geld, ist ja gar keine Frage, aber was ist denn, vielleicht sollte man den Rüstungshaushalt mal endlich kürzen und nicht weiter aufbauen, das wäre eine sinnvolle Investition. Und natürlich müssen wir über andere Antriebsmöglichkeiten bei Autos reden. Die Autoindustrie ist bereits in der Krise und da sage ich, da brauchen wir auch andere Arbeitsplätze. Und die Freien Wähler wollen ja den Klimadialog, sie machen jetzt zwar, und da sage ich, da muss endlich was rauskommen. Und die Lufttaxis, am Montag ist ja die Weltpremiere, da wird das Lufttaxi vorgestellt in Ingolstadt, da sage ich, wir brauchen einen Nahverkehr, wir brauchen diese Lufttaxis nicht, sondern wir brauchen einen wirklichen Nahverkehr. So, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, jetzt geht es in Schnelle. Das Volksbegehren rettet die Bienen hat einen tollen Erfolg gehabt und da hat auch die Linke mitgemacht, auch wenn wir nicht auf dem Plakat gestanden sind. Und ich wünsche mir, dass die CSU endlich eisigt, dass sie hier an dieser Stelle wirklich was tun muss. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass wieder 18 Pestizide und Pflanzenschutzmittel in Berlin erlaubt wurden in der letzten Zeit und genehmigt wurden. Das muss endlich vorbei sein. Momentan ist die Genehmigung für den 31.12. Es gibt kein Einvernehmen zwischen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium. Und da sage ich nur, habt endlich ein Rückgrat, macht das, was die breite Bevölkerung will, nämlich die Artenvielfalt wiederherstellen, keine Pestizide und keine Lobbypolitik im Sinne der großen Pharmakonzerne. Und ich wünsche mir, dass das Volksbegehren für mehr Artenvielfalt genauso oder andersrum, das Volksbegehren für Pflege
genauso gut gemacht wird und genauso viele Unterschriften kriegt, wie das für die Artenvielfalt. Wir brauchen mehr Personal in der Pflege, wir brauchen Bemessungsgrenzen und jeder, der im Krankenhaus war, der weiß, wie schlimm es ist. Und der Kollege von Verdi hinten, der könnte noch viel mehr dazu erzählen. Wir wollen, dass die Leute nicht gehen, sondern wir wollen, dass mehr in die Pflege gehen, dass sie anständig behandelt werden und dass es endlich honoriert wird. Wir werden alle älter, wir brauchen sie auch in den Altersheimen und wir wollen eine Änderung des Krankenhausgesetzes und ich fordere euch auf, bitte macht's alle mit bei diesem Volksbegehren. Das ist dringend notwendig, da geht's um Menschen und wir wollen Vorrang der Menschen vor Profit und keine weiteren Privatisierungen der Krankenhäuser. Ja, und zum Schluss, Fasching ist ja eigentlich vorbei seit gestern, aber es gibt nur einen tollen Fasching-Scherz. Seehofer ist vor kurzem zum Ehrenbürger von Augsburg benannt worden. Und wenn ich die Pressemitteilung der Augsburgerinnen und Augsburger richtig lese, und wir sind da alle der Meinung, das ist vollkommen daneben gegriffen. Ehrenbürger müssen in Zukunft Menschen sein, die wirklich was für die Gesellschaft tun, die nicht spalten, so wie der, wie Seehofer, der sagt, Migration ist die Mutter aller Probleme, sondern wir brauchen Menschen, die sagen, wir sind solidarisch, ein Füreinander und nicht ein Gegeneinander. Das ist das falsche Zeichen. Zum Schluss noch. Am Freitag ist der 8. März der Internationale Frauentag. Und ich meine, wir sollten hier von Bayern aus fordern oder hier vom Aschermittwoch, wir wollen auch den Internationalen Frauentag zum Feiertag haben, wie in Berlin. Was die Berliner kennen, müssen wir Bayern schon lange kennen. Und ich hoffe, dass viele bei dem Frauenstreik mitmachen und ich fordere euch auf, die Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag zu unterstützen. Denn Frauen sind mindestens die halbe Welt. Und wenn wir die halbe Welt sind, dann wollen wir auch die gleichen Löhne für gleiche Arbeit. Und in Bayern ist es besonders schlimm, da müssen wir endlich mal sagen, das muss sich ändern. Und weil sie das ändern muss und weil noch so viel Handlungsbedarf da ist, gerade auch in Bayern, drum sage ich, unterstützt die Linke, wir sind da, wir wehren uns und wir brauchen noch viele, viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die Kommunalwahlen, für die Bundestagswahlen und für die nächsten Landtagswahlen. Wir wollen mehrer werden und wir wollen natürlich auch was durchsetzen. Und was wir durchsetzen wollen, das habe ich euch jetzt gesagt. Danke. Ja.